Servus Leute, was geht? Marco, flirtempire.com hier. In diesem Video geht es um AMOC-Techniken, Alpha Male Other Guy. Das bedeutet, irgendwie ist ein anderer Kerl im Spiel bei der Frau, die du gerne daten würdest, kennenlernen würdest, vielleicht seine Freundin und irgendwie ihr Ex-Freund hat sich wieder gemeldet und diesen anderen Typen musst du irgendwie versuchen aus dem Spiel zu kicken. Und um diese Techniken geht es heute. Natürlich appelliere ich da an jeden jetzt einmal ganz kurz am Anfang die Moral hochzuhalten und nicht allzu sehr Arschloch zu sein, aber in diesem Video gibt es so ein paar Beweggründe, warum ich dieses Video auch machen möchte, sage ich auch gleich mehr dazu. Auf jeden Fall in diesem Video geht es darum, einen anderen Kerl wegzukriegen von der Frau, die du für dich haben möchtest. Ganz kurz nochmal am Anfang, kann sein, dass der Sound heute scheiße ist in dem Video, weil ich mein Mikrofon noch nicht am Start habe, das kriege ich erst nächste Woche und ich habe eine neue Kamera und ich teste jetzt einfach mal die Stabilisation Handheld, weil ich wieder ein bisschen mehr vloggen möchte und so weiter und so fort. Deshalb sorry, wenn der Sound heute scheiße ist, kann halt sein, I don't know, ich kann es erst später im Post sehen. Und falls dich solche Themen wie heute interessieren, dann abonniere jetzt einmal ganz kurz den Channel, drück die Glocke, damit du kein Video in Zukunft mehr verpasst. Und ich sag dir jetzt mal, warum ich dieses Video heute überhaupt mache. Einer hat mich auf Instagram angeschrieben und hat mir kurz seine Situation geschildert. Ich habe ihm gesagt, hey, trag dich ein auf flirtempire.com für ein kostenloses Beratungsgespräch, weil diese Situation ist sehr, sehr individuell und die müssen wir einfach mal eins zu eins besprechen, weil ich nicht zu jeder Situation ad hoc einfach direkt eine Lösung parat habe, die dann auch funktionieren, sondern auch manchmal ein bisschen Gegenfragen stellen muss oder einfach ein paar mehr Infos brauche, um die richtige Technik dann auch sozusagen auszusuchen und dann genau zu sagen, hey, mach das so und so und dann funktioniert das auch. Er hat es dann gemacht, hat sich auf flirtempire.com eingetragen, ich habe ihn angerufen und dann hat er mir seine Situation geschildert und zwar, ich versuche es jetzt nur mal ganz kurz anzureißen, weil ich in dem Video wirklich allgemein auf AMOC-Technik eingehen möchte, aber seine Situation war halt eben ja so ein bisschen ausschlaggebend für das Video, deswegen will ich es einmal kurz erklären. Er hat seit 5 Monaten eine Affäre mit einer Frau und eigentlich so lief alles ganz okay, die waren aber nicht zusammen, ja. Wichtig zu wissen, die haben sich auch nie ich liebe dich gesagt, auch wichtig zu wissen. Das sind so 2 kleine Sachen, die ich zum Beispiel nachgefragt habe jetzt, deswegen muss man einfach mal miteinander reden, weil das sind kleine, feine Details, die mir es besser ermöglichen, die Frau dann besser zu kalibrieren, wie sie fühlt, wie sie denkt. Die beiden wohnen auch sehr, sehr weit weg voneinander, 140 Kilometer und was passiert ist, ist halt, dass sich ihr Ex irgendwann mal bei ihr gemeldet hat. Die war 2,5 Jahre mit ihrem Ex zusammen. Und dieser Ex hatte dann irgendwie eine Parallelbeziehung während dieser Zeit und das hat sie dann halt massiv verletzt damals, die haben sich getrennt und dann kam halt derjenige, der sich bei mir eingetragen hat, in ihr Leben rein. So, und das ist sozusagen Ausgangslage. Was dann passiert ist, ist, dass sie einfach gemerkt hat, dass sie Gefühle für ihren Ex hat, die sie für den Typen, ich nenne ihn jetzt einfach meinen Klient, er ist noch nicht mein Klient, aber vielleicht wird er es, wer weiß, wir werden es sehen, die sie für meinen Klienten halt eben nicht hat. Und das kann an mehreren Sachen liegen. Ich persönlich so für mich, so wenn ich mich da so ein bisschen reinfühle, dann liegt es vor allem auch daran, dass er so ein bisschen, also ihr Ex-Freund, bei ihr Schmerz verursacht hat damit, dass er einfach eine Freundin hatte die ganze Zeit, während die beiden zusammen waren, also so ein Doppelleben geführt hat im Endeffekt. Und damit halt eben sowas bei ihr, ja so ein Trauma einfach erzeugt hat. Und sie versucht jetzt sozusagen wegen diesem Trauma ihn wieder zurückzubekommen und wendet sich halt ab von meinem Klienten, sucht da wirklich den Abstand zu meinem Klienten, um ihn dann halt auch nicht zu verletzen, weil sie ganz genau weiß, hey, ja, das wird langfristig gesehen nichts mehr mit uns so, ja. Und deshalb sucht sie dann halt auch eben den Abstand zum Klienten. Ha. Weil sie halt eben weiß, dass sie Gefühle hat für den anderen. So, und wie man sich halt eben auch vorstellen kann, ist das eine richtig beschissene Situation für meinen Klienten, weil er halt eben 5 Monate lang in sie rein investiert hat, 5 Monate lang wirklich versucht hat, da was mit ihr zu reißen, hat es dann auch irgendwann akzeptiert, dass man nicht so ich liebe dich sagt und so. Und dann hat er halt gemerkt, dass sie auf Abstand geht und weil sie eben auf Abstand geht, hat er versucht, dann sie so ein bisschen zurückzubekommen. Hat in irgendeinem meiner Videos dann mal gehört, ja, kannst du mal der Frau Blumen schicken. Dann hat er ihr mit Fleurop Blumen geschickt.
leider zum falschen Zeitpunkt, ja. Und deshalb ist es immer so wichtig, so Sachen dann im 1:1 zu besprechen, weil zum Beispiel, wenn die Kacke schon am Dampfen ist und sie sauer auf dich ist und Abstand zu dir sucht, um dich nicht zu verletzen, dann kannst du nicht noch mehr reinbuttern, sowas wie mit Blumen schicken, weil das ist dann so, dass du dann noch mehr ihr so ein schlechtes Gewissen dann einfach gibst und sie dann das Ganze, das verstärkt das Ganze dann nur noch, dass sie noch mehr Abstand sucht, ja. Deswegen war diese Technik in dem Fall dann nicht so gut gewesen, ja. Und davon hätte ich ihm abgeraten, wenn er sich mal früher gemeldet hätte. Deshalb darf man bei so Sachen dann auch nicht so viel Zeit verlieren. So, long story short, sie hat meinem Klienten dann gesagt, okay, ich habe noch Gefühle für den anderen und aus diesem Grund, ja, müssen wir jetzt das Ganze jetzt einfach mal pausieren. Es ist, wie es ist. Ich werde mich wieder mit ihm treffen und kann nicht ausschließen, dass da nicht dann auch was laufen wird. Ja, mehrere Gründe, warum sie an dem anderen Typ noch hängen kann. Wie gesagt, Trauma, wie gesagt, so ein bisschen vielleicht auch Stockholm-Syndrom. Er hat ihr was Böses angetan und sie sympathisiert deshalb auch so mit ihm und hat sich dann im schlimmsten Fall natürlich auch in ihn verliebt. Und sie hat ja auch Gefühle für ihn, mehr als für meinen Klient. Und sie weiß auch, dass meinem Klienten gegenüber, da ist auch was zwischen den beiden, also sie weiß nicht genau was und anscheinend der Ex triggert mehr Emotionen in ihr und aus diesem Grund kann sie sich da nur eigentlich für den Ex entscheiden, aus ihrer Position aktuell heraus. So, das ist jetzt Stand der Dinge und ja, mein Klient muss halt jetzt irgendwie gucken, was kann er tun. Er hat schon einige Fehler gemacht, so in der Kommunikation mit ihr, die halt jetzt viele Türen, die er jetzt hätte aufmachen können, zugemacht haben. Ja, er hat auch gesagt so Sachen wie, ja, guck mal, du wirst für den anderen Typen eh nur so eine Sidechick sein oder ein Lückenfüller. Der hat sich ja die ganze Zeit schon für die andere entschieden gehabt und denkst du, jetzt macht er dich glücklich, jemand, der dich schon einmal belogen hat, dem kannst du jetzt vertrauen oder was und so. Und so Sachen hat er schon zu ihr gesagt. Und das macht halt schon sehr, sehr viel zu einfach, was du jetzt an Techniken hättest machen können. Vor allem, weil er halt so schlecht einfach über den anderen Typen geredet hat und das ist dann halt schon massiv. Ah, wie soll ich sagen, es ist halt, wenn sowas ins Leere läuft, du hast dann nicht so viele Chancen, so Techniken anzusetzen und dann eben tausendmal mit ihr zu schreiben und den anderen Kerl schlecht zu reden und was auch immer. Deshalb, wenn du solche Amok-Techniken machen möchtest, dann müssen die auch von Anfang an richtig gut sitzen und die müssen auch durchdacht sein und die müssen auch funktionieren, aus dem Grund, weil du nicht so viele Chancen hast, wenn es schon so weit gekommen ist. Ich hatte auch schon Klienten, die waren verheiratet, da war auf einmal ein anderer Typ im Spiel und dann mussten wir den halt eben irgendwie aus dem Spiel kicken und was auch immer. Und ich werde dir jetzt gleich die Techniken sagen, was wir da so verwendet haben. Ich werde dir aber auch ein paar Techniken bewusst nicht sagen, weil ich die nur in meinem Coaching dann verwende, im 1:1, weil die meiner Meinung nach für YouTube nicht geeignet sind, weil es sehr, sehr viele Leute gibt, die auf YouTube Dinge falsch verstehen und die sie dann auch nicht richtig anwenden können, weil A, falsch kalibriert, wie zum Beispiel bei meinem Klienten jetzt, der halt eben gesagt hat, ja, okay, ich schicke jetzt Blumen, aber es ist einfach der falsche Zeitpunkt und eben die nicht verantwortungsvoll genug sind, um diese Techniken anzuwenden, weil diese Techniken basieren auf, ja, wie soll ich sagen, das sind nicht immer in Anführungszeichen gute Techniken, sondern es sind teilweise auch diese Dark-Techniken im Pickup und die gehören meiner Meinung nach nicht unbedingt auf YouTube. Die kann man in einem Coaching beibringen, weil man dann wirklich das Ganze auch anständig vermitteln kann, aber auf YouTube muss man halt wirklich ein bisschen aufpassen, was man da vermittelt. Deswegen gebe ich dir heute so ein bisschen Whitehead, ein paar Greyhead-Techniken, aber diese Blackhead-Techniken, ja, die lernst du halt eben nicht in dem Video. Wenn du die lernen möchtest, trag dich auf flirtempire.com ein, dann reden wir miteinander und wenn ich denke, dass die für deinen spezifischen Fall sinnvoll sind, dann zeige ich dir die natürlich und helfe dir, die dann auch anzuwenden, gar kein Problem. So, und jetzt kommen wir auch mit einem kleinen neuen Look, weil ich jetzt die Kamera mit dem Tripod halte, auch zu der ersten Technik. Und zwar musst du verstehen, dass wenn zwei Männer um eine Frau kämpfen, derjenige, der mehr Value bietet und derjenige, der langfristig gesehen auch mehr Alpha ist, und derjenige, der the most engaged, aber least attached ist, gewinnt und die Frau dann auch kriegt. Ja? Das sind Prinzipien, die, wie soll ich sagen, die man in allen möglichen Interaktionen und Dingen, die du sagst, einfach reininterpretieren kann. Und
das ist einfach ein Ding, wo, da musst du einfach gucken, dass du diese Prinzipien einfach verstanden hast. Ich muss Value geben, ich muss Mehrwert geben, ich muss Alpha sein, ich darf nicht einbrechen emotional. Das bedeutet vor allem auch, dieses Alpha sein in diesem Zusammenhang bedeutet vor allem auch, dass du mental stabil bist, dass du dich nicht aus der Bahn bringen lässt wegen irgendwelchen Dingen, die halt passieren, weil sie halt jetzt einen anderen Kerl am Start hat oder weil ein anderer Kerl da ist auf einmal. Weil es ist ja ganz natürlich, dass du dann durchdrehst wegen dieser Sache, das ist ganz normal, aber das darfst du nicht. Ja? In einem ganz gewissen Grad darfst du das, dass du ein bisschen zeigst, dass es dir auf den Sack geht, aber du darfst deshalb keine Schwäche zeigen, zumindest nicht allzu viel, und deshalb komplett durchdrehen, dass du dann beleidigst oder was auch immer. So, mein Klient, das habe ich jetzt gelesen, was hat er ihr nochmal geschrieben? Ah genau, der hat ihr dann am Ende nochmal so geschrieben, so nach dem Motto, ja, dann wirst du ja sehen, was du mit dem hast und Karma schlägt dann zurück und so, und hat dir dann sozusagen alles Schlechte dann nochmal gewünscht. Sowas darfst du halt echt nicht machen, wenn du die Frau dann zurückbekommen willst irgendwann, weil du musst immer das Ganze so kalibrieren, dass du im Endeffekt ihr in die Augen schauen kannst danach noch und dass, wenn ihr wieder zusammenkommt, dann doch wieder alles gut ist und nicht immer so diese Spannung zwischen euch beiden bleibt, weil du Dinge gesagt hast, die du halt nicht zurücknehmen kannst. So. Darauf musst du extrem achten. Diese Momente der Schwäche, die haben so viele, und da darfst du wirklich, da musst du stark bleiben. Ja, das ist der einzige Tipp, den ich dir da geben kann, musst stark bleiben. Und zudem, the most engaged, the least attached, das ist ein Konzept, was sehr, sehr wichtig ist. Du musst am meisten interagieren, mehr interagieren als der andere, aber am meisten auch losgelöst sein vom Endergebnis, was dabei rumkommt. Die meisten, die investieren, die jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich schicke jetzt Blumen, die erwarten dann auch, dass dann irgendwas zurückkommt von der Frau. Aber das ist absolut genau der kontraproduktive Move, weil sie dann halt sieht, okay, der versucht mich jetzt zu manipulieren, indem er mir Blumen schickt und sowas, und deshalb muss ich jetzt sozusagen springen. Ich meine, Frauen sind nicht dumm, die verstehen sowas viel schneller als wir Männer im Endeffekt. Will ich jetzt auch nicht sexistisch sein Männern gegenüber, die meisten Männer sind da emotional nicht so feinfühlig, aber die Frauen checken das, weil es denen halt öfter passiert, dass sie da halt eben manipuliert werden in diese Richtung, und deshalb musst du aufpassen, dass du eben nicht in diese Falle fällst, dass du dann versuchst, die Frau dann in dem Moment dann auch noch zu manipulieren, wenn sie sowieso schon Abstand zu dir sucht. Ja, dann musst du eher derjenige sein, der, wie soll ich sagen, sich selbst entwickelt und zum Magnet wird, sodass die Frau im Umkehrschluss wieder ein Teil von dir sein möchte. Du musst zeigen, dass du besser bist als der andere, weil sie will ja gerade zu dem anderen, weil der genau das ihr zeigt. Aber dann ist dieses Battle zwischen euch beiden, und du musst eigentlich dann zeigen, dass du der Bessere bist und nicht er. Und dann kommt sie auch wieder zu dir zurück. Verstehst du, was ich meine? Ich denke schon, du musst sozusagen der Angler werden, dann sozusagen die Rute ausschmeißen und nicht der Jäger, der sie dann greift. Ja? Sie muss als Fisch den Bait, den Haken einfach, sie muss zubeißen, ja, auf den Köder, und du darfst nicht der Jäger sein, der dann versucht, sie mit Gewalt zu packen, weil dann wird sie sich winden und wird nicht freiwillig bei dir bleiben. Das ist nämlich genau der Punkt. Die nächste Technik, die du anwenden kannst, wenn es schon so ein bisschen brodelt zwischen euch beiden, du kannst von dir aus anbieten, hey, dann lass doch einfach Freunde sein. Und dann baust du eine ganz andere Ebene auf. Dann baust du schon eine andere Technik mit ein, sozusagen diese Wegnahme, Verlustangst von ihr auszunutzen. Viele Frauen haben halt auch so diese Reaktion auf Verlustangst, weil für viele Frauen ist es auch so ein kleiner Liebesbeweis, wenn sie merken, okay, ich merke, ich verliere ihn jetzt gerade, aber das stört mich innerlich und deshalb habe ich Emotionen für ihn. Ja, das ist dann sozusagen der emotionale Beweis dafür, dass sie ihn liebt. Und in Retrospektive tut sie sich das dann halt eben selber sozusagen einreden, dass sie ihn liebt, weil sie Verlustängste hat sozusagen. Und deshalb kannst du halt diesen Effekt von Verlustangst massiv gut ausnutzen, indem du zum Beispiel sagst, hey, dann ganz ehrlich, dann lass doch einfach Freunde sein. Und das öffnet dir eine andere Tür, was du dann an Techniken anwenden kannst, weil ihr seid ja dann nur noch Freunde. Ihr seid ja dann nicht mehr offiziell in diesem sozialen Konstrukt Affäre oder Beziehung, sondern ihr seid nur noch Freunde. Und was kann man mit Freunden machen? Man kann mit Freunden über andere reden, die man datet. Das ist sehr unfair. Ich persönlich mache das nicht, weil ich komme auch gar nicht erst in diese Schiene, das machen zu müssen. Aber wenn ich das machen müsste, würde ich das machen. Und zwar, wenn du dann sagst, okay, wir sind Freunde, und dann sagst du,
wenn ihr euch gedatet habt, zeigst du ihr das Instagram-Profil von anderen Chicks und dann sagst du, ey, mit der treffe ich mich, guck mal, dieses Model, die habe ich jetzt letzte Woche kennengelernt, die ist super krass und so weiter. Und dann merkt sie, okay, Alter, der hat ja viel krassere Mädels am Start als mich. Damit zeigst du ihr einfach, dass du Frauen am Start hast, die auf ihrem Level oder noch höher sind sogar. Und wenn sie das selber für sich checkt, dann denkt sie sich, Alter, scheiße, Mann, der Typ kann richtig krasse Frauen haben. Und ja, versucht dann im Idealfall dann wieder um dich zu kämpfen, weil dann die Competition für sie dann halt wieder da ist. Du hast dann sozusagen Pre-Selection durch die anderen Frauen. Pre-Selection ist eine Form von Social Proof und Social Proof erzeugt wieder Attraction. Und Attraction ist Anziehung. Und was haben wir vorhin gesagt? Du musst zum Magnet werden. Und mit dieser Technik kannst du dann auch wieder zum Magneten werden, wenn du es richtig machst. Ist aber eine Advanced-Technik. Warum? Weil du es A, richtig kalibrieren musst, wie du mit ihr redest. Es kann sehr schnell in die Hose gehen einfach, dass sie dann sagt, ja okay, der hat andere Chicks am Start, der interessiert sich nicht mehr für mich, ich bin ihm egal. Und dann ist das Thema mit ihr dann auch beendet, wenn du so Sachen machst. Ja, diese ganzen Advanced-Techniken, da bewegst du dich wirklich auf Messerschneide und wenn es in die falsche Richtung geht, kann es die ganze Beziehung einfach komplett ja, in die Tonne kloppen im Endeffekt. Deshalb, da ist immer diese Gefahr da. Will ich nur einmal ganz kurz sagen, mach es nicht wie mein Klient, schick ihr einfach Blumen, unüberlegt. Ich muss mal kurz meinen AirPod ausziehen, weil der mich die ganze Zeit nervt, ich krieg die ganze Zeit Nachrichten. Mach es nicht wie mein Klient, unüberlegt, sondern wenn du so Techniken machst, überleg dir wirklich ganz genau, was du zu ihr sagst und warum und wie es in die Hose gehen kann, damit du dagegen angehen kannst. Ja? Sehr wichtig. Wichtig ist auch ein weiteres Prinzip, was du wirklich machen musst, wenn du sie zurück willst. Du musst sie gamen, als wäre sie nicht vergeben oder als wäre sie nicht interessiert an einem anderen oder als hätte sie keine Affäre mit einem anderen. So musst du mit ihr kommunizieren, als gäbe es keinen anderen Typen. Du gibst dem anderen Typen einfach keine, ja, Luft zum Atmen einfach. Und ja, das ist sehr, sehr wichtig, weil du den damit nicht so zum Thema machst und er bei ihrem Kopf, zumindest in der Zeit, wo sie sich mit dir unterhält, wo sie mit dir kommuniziert, nicht so präsent ist. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass du das machst, weil ansonsten kann es sein, dass du sehr schnell in eine Richtung mit ihr kommst, dass du sozusagen wie der beste Freund agierst, der mit ihr über den anderen Typen redet. Und wenn du dann die falschen Sachen sagst, wie zum Beispiel das, was mein Klient gemacht hat mit dem, ja, Karma und bla 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 und der wird dich sowieso nur als Sidechick nehmen und was auch immer, damit kann es sein, dass du sie damit noch bestärkst in ihrer Entscheidung, weil du dann falsche Charaktermerkmale zeigst einfach. Deswegen versuch am besten gar nicht über ihn zu reden, solange es geht. Es gibt Situationen, da musst du es machen, da geht es halt nicht anders. Aber in diesen Situationen gebe ich dir jetzt mal die nächste Technik an die Hand und zwar ist es so ein bisschen die Technik, dass du ihn als Nice Guy darstellst, sozusagen. Du redest so, warte kurz, ich muss hier mal kurz was machen. Ich glaube, es klackert die ganze Zeit. Ich hoffe, dass man es später nicht merkt. Auf jeden Fall, das ist die Technik, dass du sie dann zum Beispiel fragst, hey, du scheinst ja richtig die perfekte Beziehung zu haben. Das ist so, sowas, wenn sie zum Beispiel vergeben ist. Ja? Wenn jetzt ihr Ex-Freund sich meldet, dann würde ich das nicht machen. Dann sage ich dir gleich, was du machen kannst. Aber wenn sie zum Beispiel vergeben ist, dann kannst du sowas sagen wie, hey, du scheinst ja echt die perfekte Beziehung zu haben. Es wirkt ja so, als würdet ihr bald heiraten und als wärst du richtig glücklich. So, ne? Und dann redest du diese Beziehung so in den höchsten Tönen gut. So gut kann sie gar nicht sein, sodass sie dann sagt, ja, ist schon ganz gut und so, aber ist nicht alles perfekt und ist nicht alles ganz gut. Und dann sagst du, echt, hä? Was genau meinst du damit so? Was ist denn nicht so gut an ihm? Und dann fängt sie an, über die nicht so guten Seiten von ihm zu reden. Versuch das als Prinzip so aufzunehmen. Ja? Versuch das nicht so wortwörtlich, so wie ich das jetzt mache, um dir das Prinzip zu erklären, sondern wenn du mit ihr redest, dann musst du das Ganze so ein bisschen feinfühliger machen. Dann musst du das Ganze so ein bisschen besser verpacken, bisschen undercover-mäßiger unterwegs sein als ich jetzt, dass du nicht direkt sagst, ja, was ist denn so schlecht an ihm, sondern du musst halt ein bisschen feinfühliger fragen. Es kommt immer auf die Situation drauf an. Du musst es halt anständig kalibrieren. Genau, und dann redest du halt darüber und sagst halt, ja, okay, krass, hätte ich jetzt nicht gedacht und so, dass er jetzt so krass drauf ist und solche Sachen macht. Aber eigentlich wirkt er eigentlich so als ganz netter Typ so. Ist eigentlich voll der
voll der nette Kerl, so, ne? Also so wirkt er halt auf mich. Dann ist halt ein netter Kerl. So ein ganz normaler, netter Kerl, so einfach, ne? Und dann redest du ihn sozusagen in diese Schiene, ist halt ein netter Kerl, ja? Mehr aber auch nicht. Das ist so dieses Subtile, was du dabei auch so ein bisschen mitschiebst sozusagen, dass du ihn dann framest als netten Kerl, dass du ihn halt so ein bisschen in diese Schiene schiebst, netter Kerl, mehr aber auch nicht. Und dann checkt sie ja, okay, vielleicht gibt es ja da nochmal was Besseres sozusagen. Und dadurch, dass sie halt diese negativen Punkte von ihm gerade frisch in den Kopf gerufen bekommen hat, dann noch dieser Reframe als netter Kerl, das sorgt dann dafür, dass sie ihn langfristig dann vielleicht doch nicht mehr ganz so attraktiv findet. Und vor allem die Tatsache, dass du dann auch mit ihm sympathisierst in gewissen Punkten, zeigt auch, dass du gar nicht so anders bist als er. Das ist auch sehr, sehr wichtig zu verstehen, dass du dich nicht so weit von dem anderen Kerl entfernen musst, weil es gibt einen Grund, warum sie auf ihn steht. Bei meinem Klient glaube ich, der Grund liegt vor allem in sexueller Natur, dass der andere sie einfach besser gefögelt hat, ja. Und einfach mal im Klartext, dass wir einfach mal Klartext reden, so. Und dass sie dadurch mehr Emotionen hat, bessere Sexerinnerungen mit dem anderen Typen hat und dadurch halt dann auch total heiß ist dann emotional auf den anderen Kerl. Und dass er dann auch noch on top sie dann auch sozusagen getriggert hat damit oder traumatisiert hat, weil er die ganze Zeit, obwohl sie so guten Sex hatte mit ihm, hatte er noch eine Beziehung mit einer anderen und das triggert sie einfach und jetzt will sie sich halt selber so beweisen, dass sie es halt nochmal kann, dass sie ihn haben kann dann sozusagen. Das ist so ein Ego-Ding dann auch bei ihr und da ist halt sehr, sehr schwer, sie dann halt da wieder rauszuholen so. Aber das ist so ein Punkt, will ich dich nur mal aufmerksam machen. Der Grund, warum eine Frau an einem anderen Kerl interessiert ist, darf nicht so weit weg liegen von dir. Das bedeutet, du darfst, was sexuelle Dinge angeht, zum Beispiel jetzt als mein Klient so, ne, der darf da nicht so weit deviaten, also nicht so weit weggehen von dem anderen Kerl. Ist halt oft so, also in der Praxis ist es oft so, damit ich es anfassbarer mache. Ne? Der andere Kerl ist zum Beispiel mehr BDSM unterwegs. Der ist härter unterwegs im Bett. Der ist dominanter unterwegs im Bett. Der hat ihr das Gehirn rausgefüllt sozusagen, dass sie gar nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Und hat dabei auf sie geschissen, angespuckt, was auch immer. Geschissen jetzt nicht wortwörtlich hoffentlich, ja. Aber okay, jedem das seine. Mein Klient vielleicht ist da noch nicht so unterwegs. Der hat so ein bisschen mehr Blümchensex jetzt einfach mal, was halt langweilig geworden ist nach so 5 Monaten. Ist immer so diese 3-Monats-Marke im Schnitt. Nach 3 Monaten werden viele Kerle einfach langweilig für die Frau, weil es da halt nicht mehr weitergeht so. Und das ist sehr wahrscheinlich meinem Klienten da passiert. Und dann auf einmal meldet sich der Ex, mit dem man diese ganzen Abenteuer hatte und mit dem man so viel Spaß hatte und etc. pp. Natürlich ist sie da Feuer und Flamme, wenn sie gerade gelangweilt wird von dem Kerl, von dem einen und der andere ist voll spannend. Ja? Das muss man einfach dann auch mal verstehen. Da muss man aber auch, das ist so ein Ding, das kannst du ja nicht von heute auf morgen einfach umschalten und dann auf einmal sexuell spannend sein. So, das ist ja eine Entwicklung, die du machst. Da kann man zwar in die richtige Richtung pushen. Ich kann dann zum Beispiel sagen, mach das, mach das, mach das. Und dann probierst du diese neuen Sachen aus. Aber das dauert halt seine Zeit, weil du heute nicht 100-mal Sex haben kannst und das alles heute lernen kannst. Das geht halt nicht. Es braucht seine Zeit, es braucht seine Erfahrungen. Und das ist eben genau der Punkt. Diese Entwicklung muss man dann machen, wenn man gegen so einen Mann dann auch bestehen möchte. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man das auch dann versteht. Eine andere Herangehensweise, ein anderer Frame, den ich persönlich viel stärker finde, weil er bei mir vor allem auch viel krasser wirkt. Dagegen konnte ich mich in der Vergangenheit, wenn das jemand bei mir gemacht hat, kaum wehren. Auch wenn ich es vielleicht wollte, aber ich konnte es nicht. Weil diese Technik ist einfach zu stark gewesen, als dass ich mich da hätte gegen wehren können, weil sie einfach zu gut ist. Was ist diese Technik? Nun, vorhin habe ich ja gesagt, die Technik ist so ein bisschen, ich rede jetzt von der anderen Technik, dass du dann sozusagen sie fragst, hey, was ist denn so schlecht an ihm und sie redet dann schlecht über ihn. Aber die andere Technik, wie du über diese Sache reden kannst, ist, den Fokus von ihm wegzunehmen und den Fokus auf dich selbst und sie und dich zu lenken und zu sagen, hey, die Zeit, die wir miteinander hatten, die war echt mega schön. Ich danke dir für alles. Das waren echt die besten Jahre meines Lebens oder besten Monate meines Lebens. Ich habe so viel mit dir erlebt, das werde ich niemals vergessen. Du wirst immer einen Platz in meinem Herzen haben. Und so diesen emotionalen Talk einfach, der wirklich vom Grund des Sees so alles wieder hochholt einfach. Und das sorgt oft dafür, dass du einfach
bei ihr triggerst diese ganzen Erinnerungen der Beziehung und dadurch sie halt merkt, dass sie massiv auch was verliert, wenn sie dich jetzt loslässt. Weil das fehlt bei ganz vielen Männern, die ihre Frau verlieren gerade an einen anderen. Die schaffen es nicht mehr, dieses Gefühl bei ihr zu erzeugen, warum sie sich eigentlich in diese Männer verliebt hat. Und das darfst du nie vergessen, das ist ja das Wichtigste überhaupt, dass sie im Endeffekt sich daran erinnert, warum sie sich in dich verliebt hat. Das ist so immens wichtig, das darfst du nie vergessen. Denk daran. Ja? Und wie du das Ganze noch triggern kannst, sind zum Beispiel, Kumpel von mir hat das mal gemacht, das ist Wahnsinn, diese Technik. Da habe ich mich totgelacht einfach. Der hat mit einer Schluss gemacht und hat gesagt, hey, wir müssen uns aber nochmal treffen und ich will dir noch was geben. Und dann gibt er ihr als Abschiedsgeschenk, der hat auf einen USB-Stick all die Fotos von den beiden, von der Beziehung drauf gemacht und hat dann so ein Video daraus gemacht, hat dann irgendwie, ich weiß nicht mehr genau welches Lied, es war irgend so ein super trauriges Lied einfach, It's Time to Say Goodbye oder irgendwas, keine, ich weiß nicht mehr welches Lied es war. Auf jeden Fall, der ballert einfach so, macht so eine Dia-Show einfach als Video, ballert all die Bilder in diese Dia-Show, so die schönsten Erinnerungen, die die beiden miteinander hatten, ballert dann noch traurige Musik darunter und gibt ihr das zum Abschied, die ist durchgedreht. Die hat, das, da brichst du ihr nochmal das Herz sozusagen, massiv, und das holt wirklich alles vom Grund, das sehe ich einfach wieder hoch so, weil du es wirklich vor Augen hast dann und so. Und damit kannst du halt auch arbeiten. Sowas kann man dann auch kreieren und richtig emotional aufbauen, dass es halt einfach bei ihr triggert. Massiv diese Verlustangst, massiv wieder Liebe triggert, massiv wieder diese Erinnerung weg, warum sie sich mal in dich verliebt hat und dadurch auch dafür sorgt, dass sie dich vielleicht dann auch wieder zurück will und das doch nochmal versuchen möchte mit dir, weil diese ganzen Erinnerungen so viel Wert haben für sie einfach. So, und jetzt noch eine Technik, aber drei verschiedene Szenarien. Und zwar geht es um die Amok-Technik, die nicht du machst, sondern die andere für dich machen. Zum Beispiel jetzt einfach. Du gehst bowlen, alle zusammen, also im Endeffekt die Chick, der andere Kerl, du und vielleicht noch der Freundeskreis, wenn du das irgendwie hinkriegst. Das ist schon eine weirde Konstellation, aber die Technik, ich will dir nur die Technik sagen. Vielleicht fällt dir was ein, wie du es in deiner Situation irgendwie anders lösen kannst. Deshalb auch drei Konstellationen. Bei der ersten Konstellation machst du den Amok selbst. Du bist irgendwie am Bowlen und keine Ahnung, ich sag jetzt einfach mal was Blödes. Du lässt die Kugel auf seinen Fuß fallen sozusagen. Das lässt zwar dich auch ein bisschen blöd aussehen. Aber wenn er danach so ein bisschen ausrastet und schlechte Seiten zeigt, lässt es ihn schlecht aussehen, ja? Also du bringst ihn praktisch in Situationen, wo er schlechte Seiten an sich zeigt, wo er dann flippt, wo er dann richtig, ja, einfach nicht liebenswert ist, so, ja? Und das Ganze dann vor der Frau, um die es geht, wenn du da hinkommst zu dieser Situation. Eine andere Situation wäre, du sitzt mit der Frau, mit dem anderen Kerl, wem auch immer noch im Café und dann kommt noch ein Kumpel von dir dazu und der amokt den anderen Kerl. Der sorgt dafür dann im Endeffekt, dass ja, er schlecht aussieht. Ja? Dritte Situation, eine andere Frau amokt den Kerl. Da muss man halt wirklich schauen, da muss halt der andere Kerl auch jetzt nicht unbedingt dabei sein. Gerade wenn ein Kumpel oder so dabei ist, aber da muss man halt auch immer aufpassen. Zum Beispiel jetzt, wenn eine andere Frau ihn amoggen sollte, dann kann es auch nach hinten losgehen, weil es vielleicht dann so aussieht, als würde sie ihn schlecht reden wollen, weil sie ihn selber haben möchte. Kann auch sein. Muss man, wie gesagt, extrem aufpassen. Die Techniken sind alle da. Muss man anwenden können, muss man kalibrieren können. Weil gerade so, wenn man selber Verlustangst hat, ich kenne es ja emotional, dann Daumen hoch beim Vorbeilaufen. Dann ist es halt eben so, dass es einem selber schwerfällt, einfach sich selber zu kalibrieren. Bei mir ist es auch so, wenn ich das von außen bei anderen betrachte, kann ich sehr, sehr schnell einfach sehen, was einfach Sache ist und kann sehr, sehr schnell kalibrieren. Wenn es aber bei mir selber der Fall ist, ja, dann manchmal sieht man vor lauter Emotionen einfach den Wald nicht mehr, den Weg nicht mehr und dann ist man einfach verloren. Und genau in dem Moment braucht man dann auch einfach Hilfe von außen, jemanden, der einem einen Plan gibt, jemanden, der weiß, was abgeht und jemand, der einem dann einfach auch dann hilft, das Ganze dann auch so umzusetzen. Es gibt aber in jeder Situation Hoffnung. Solange sie dich nicht geblockt hat auf allen Kanälen, solange sie noch mit dir spricht, wenn du ab dann deine Kommunikation zu 100% richtig machst, stehen die Chancen gut. Und vor allem, wenn du vorher noch nie mit dieser Frau irgendwie professionelle Hilfe in Anspruch genommen hast und dann auf einmal diesen Switch machst, weil zum Beispiel jemand wie ich deine Kommunikation mit ihr übernimmt,
dann kann das ganze Blatt sich sehr, sehr schnell wenden, weil bei sehr, sehr vielen Klienten ist es oft so gewesen in der Vergangenheit, bei solchen Themen so Ex zurück oder um eine Frau kämpfen, ist es oft so gewesen, dass sie Signale nicht gelesen haben, die die Frau ihnen gegeben hat oder Dinge nicht gesagt haben oder Dinge zu viel gesagt haben, die falsch waren. Ganz, ganz viele Punkte, an denen es einfach gelegen haben kann, dass die Frau einfach diesen Abstand gesucht hat, dieses zu langweilig sein, zu wenig sexualisieren, falsch sexualisieren, nicht wirklich das gesehen haben, was die Frau eigentlich will, zu schlecht performen, was auch immer, wer weiß, ja. Das kann alles Mögliche sein, ich muss jetzt nicht alle Dinge aufzählen, aber man muss diese Dinge identifizieren und man muss sie danach reframen anständig. Und wenn man das Ganze dann hinkriegt, dann stehen die Chancen wirklich sehr, sehr gut, diese Frau dann auch wieder für sich zu gewinnen, zurückzubekommen und dann was mit ihr zu haben, eine Beziehung, Sex, alles. Ja? Und da sind die Erfolgschancen bei dieser Art von Coaching bei mir sehr, 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 sehr hoch. Jeder Klient von mir, was das angeht, hat die Frau wieder getroffen und hat auch wieder mit ihr rumgemacht zumindest. Einer hat nicht mit ihr geschlafen. Es lag aber auch so ein bisschen an ihm, ja, will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber ansonsten haben alle mit der wieder geschlafen und viele haben dann auch wieder eine Beziehung angefangen. Manche wollten es danach nicht mehr, weil dann war es dann erledigt sozusagen. Aber es ist ja jeder wieder individuell. Da will ich nur ehrlich mit dir sein und einfach sagen so, hey, die Chancen sind da sehr, sehr gut. Also Hoffnung gibt es, ja, wenn man in dieser Situation ist. Nur wenn man es alleine macht, bei genau diesem Thema, sehr schwer. Sehr schwer, weil alleine hat man sich ja auch reingeritten. Und deshalb, ob man da auch alleine wieder rauskommt, kalibrationstechnisch, sehr, sehr schwer. Eher nein. Da würde ich sagen, eher nein. Ja, und vor allem, je länger man es alleine probiert und diese professionelle Hilfe dann sozusagen nach hinten schiebt, desto geringer sind die Chancen, dass es dann am Ende auch klappt, wenn man am Anfang wirklich es einfach monatelang selber probiert und den Karren wirklich komplett an die Wand gefahren hat, dann sind die Chancen dann theoretisch sehr, sehr gering. Muss man halt mal schauen. Ist bei jedem halt individuell diese Sache und das kann man einfach nicht so pauschalisieren. Das muss ich mir theoretisch dann einfach immer individuell nochmal anschauen bei jedem. Und wenn du möchtest, dass ich das bei dir mache und einfach mal individuell mir deine Story anhöre, dann weißt du, was du machen musst. Geh auf flirtempire.com, trag dich ein für ein kostenloses Beratungsgespräch. Das ist es, was du tun musst. Mehr nicht, dann schreibe ich dir kurz im WhatsApp, wenn du Zeit hast zu telefonieren. Dann telefonieren wir einfach mal miteinander und ja, dann höre ich mir es an. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich dir nicht helfen kann, dann sage ich dir das auch heute zum Klienten. Zum Beispiel habe ich gesagt, hey, weiß ich nicht, muss ich mir erstmal deine letzten Screenshots anschauen. Dann hat er mir die letzten Screenshots geschickt und jetzt sehe ich schon so ein bisschen, wo man ansetzen könnte, was man tun könnte, was so die einzelnen Punkte wären, wo man einfach ansetzen könnte, bei dem Ding und dann einfach attackieren kann mit einer richtig guten Nachricht jetzt mal wieder und so. Aber das ist jetzt wirklich individuell. Deshalb, wenn du möchtest, dass ich da bei dir mal drauf schaue, geh auf flirtempire.com, lass uns einfach mal quatschen und dann schauen wir, ob ich dir weiterhelfen könnte. Ich würde es gerne tun und in diesem Sinne, schreib mir mal einen Kommentar, was so deine schlimmste Erfahrung war, bei der du eine Frau verloren hast, wo ein anderer Kerl mit im Spiel war. Das würde mich echt mal gerne interessieren, weil vielleicht mache ich auch nochmal ein Video darüber, was meine schlimmste Erfahrung war, aber das interessiert mich mal, was so deine schlimmste Erfahrung war, so von meiner Community einfach. Was so die schlimmsten Sachen einfach waren, die passiert sind, wo ein anderer Kerl mit im Spiel war, wo du eine Frau verloren hast, die hat dich vielleicht verlassen oder du hast mit einem anderen Kerl um eine Frau gekämpft und hast dann im Endeffekt verloren und warum und so. Erklär mal die Story, die würde mich echt mal interessieren. Baller mal in die Kommentare rein, für den YouTube-Algorithmus mal ein bisschen pushen und in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Kameratest hier im Vlogging mit der ersten Kamera ist vorbei, ich hoffe der Sound war ganz okay. Video ist jetzt auch lang genug. Ich shoote jetzt gleich schon mal hier in Frankfurt ein paar Bilder für Instagram. Falls du nicht gemacht hast, folgt mir auf Instagram. Das sage ich immer viel zu wenig in meinen Videos. Da poste ich auch sehr, sehr viele Reels und sowas aktuell. Und würde mich freuen, dich dort zu sehen. Und baller mal einen Kommentar rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, Bro. Peace.